Hey, schön, dass ihr dabei seid zu Subnautica Below Zero. Ja, nächste Folge. Und ich habe noch mal ein bisschen eure Kommentare gelesen. Ich muss noch drauf antworten. Ich denke mal, das werde ich heute im Laufe des Tages machen. Wasser hatten wir ja letztes Mal bekommen. Ist kein neues drin, okay. Und zwar meinte auch einer von euch, ich soll mal, die Chrissy war es, genau, Chrissy war es. Die Thermoskanne hier unterm Kaffeeautomat stellen. Ja, da hätte ich auch selber drauf kommen können. Nicht weit genug gedacht, würde ich sagen, in dem Fall. Wo haben wir die denn gelagert? Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr. Dann war es der Schrank. Ne, runder Behälter. Hat man die überhaupt schon hergestellt? Ich weiß gar nicht mehr. Gucken mal eben. Ne, ich glaube, die hatten wir noch gar nicht hergestellt. Titan und Glas. Glas war zwar mal Quarz, glaube ich. Genau. Falls wir keins mehr haben. Nein, haben wir auch keins mehr. Okay, dann... Titan hatten wir gesagt. Ja, ich hoffe, wir haben noch Quarz. Ah, einmal zumindest. Und jede Menge Titan überall. Natürlich kein Quarz. War ja wieder klar. Übrigens, wo ich die Rubine sehe, ich möchte heute mit euch Wickelpilze noch holen gehen. Haben wir ja beim letzten Mal auch gesagt. Das habe ich auf jeden Fall vor. Und da, ich hatte mir nämlich schon mal die letzten Videos angeguckt, so ein bisschen durchgesäppt. Genau, Quarz wollte ich gerade holen. Hinten, wo wir da, ja, wie war es denn? Dieses, das Bug-Frackstück gefunden haben, so rum. Da war auch der Wickelpilz gewesen. Und dann können wir auch die Boje, die wir gemacht haben, da direkt hin platzieren. Dann haben wir eine Markierung. Falls wir... Oh, ist der Saft wieder ausgegangen. Falls wir da nochmal hinwollen für irgendwas. Das muss ich aber erstmal da, könnte Quarz sein, nochmal Quarz eben finden. Ja, da ist auch Quarz, sehr schön. Dann können wir nochmal eben Glas herstellen. Guck grad, ist da auch. Oh, was haben wir da nochmal? Da ist auch noch Quarz. Mobile Fahrzeugstation haben wir schon. Quarz. Und hier war doch, glaube ich, gerade auch nochmal Quarz. Ja, da vorne und da auch. Dann haben wir auch direkt wieder ein bisschen Quarz da. Man weiß ja nie, ne? Da war das andere. Ja, mit dir. Oh, lässt du uns in Ruhe? Immer diese Angriffe hier. So, da müssen wir hin. Da ist unsere Base. Nehmen wir mal eben den Gleiter, dann geht's schneller. Karte aus. Da ist unser Eingang. So. Ja, jetzt hat die. Emergency power only. Ja, jetzt hat die natürlich kein. Ja, ja, alles gut. Jetzt hat die natürlich keinen Saft, die Anlage. Das ist natürlich wieder klasse. Ah, da kommt der Saft wieder. Ich wollte gerade rausgehen. Für Sauerstoff. Sehr schön. Wie keine Energie. Also nicht genug Energie dafür. Ja. Komm. Sonne oder sowas. Licht muss doch wieder da sein, sonst hätte ich doch jetzt keine Energie. 5 haben wir. Dann gucken wir, reicht das? Ja, reicht. Okay. So, einmal Glas bitte. Dankeschön. Und jetzt die Thermoskanne. Dann probieren wir nochmal unser Glück, was die Kaffeemaschine angeht hier. Ah, funktioniert. Sehr cool. Danke, Chrissy. Ich bin zwar überhaupt kein Kaffeetrinker, aber dann haben wir wenigstens... also das scheint zu dauern. Oder muss jetzt noch irgendwas rein? Ich habe keine Ahnung. Wir haben auch keine Kaffeebohnen oder so gefunden. Was hat er jetzt gesagt? Ah, ist voll. Okay. Ja, cool. H2O. Körperwärme plus 50. Krass. Da fehlt ja ein bisschen Wasser, aber immer ein Körper will. Aber flüssig. Wieso gibt es das denn keine Flüssigkeit? Na egal. Immerhin, wir haben ein bisschen Wärmeding drin, falls mal was ist. Man weiß ja nie, ne? So, trinken haben wir einstecken. Essen braucht man noch nicht wirklich. Das geht ja auch langsam runter. Das Quarz können wir noch eben einlagern. Hier ist noch Platz. Und dann müssen wir jetzt endlich mal Wickelpilzstücke holen, damit wir weiterkommen.
mit der Synthetikfaser, die war es ja, glaube ich, ne? Genau, synthetische Fasern. Rubine haben wir noch ein bisschen. Da kommen wir aber dran vorbei, würde ich sagen. Nehmen wir auch direkt noch ein paar Rubine dann mit. Was wir haben, das haben wir. So rum. So, einmal einsteigen. Und dann auf geht's, würde ich sagen. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie wir da hinkamen. Genau, erstmal hier. In die Richtung etwa. Dann kommen wir ja in das Gebiet, wo es Lithium gab und auch das Heck vom Raumschiff lag. Und von da aus hoffe ich, finde ich dann den Weg wieder in das andere Gebiet zu den Wickelpflanzen. Ich habe es mir halt nur grob angeguckt. Ich hoffe, dass das kriegen wir jetzt hin in dem Part. Aber sollte eigentlich. Und wenn wir einmal hier sind, ne, wir können auch direkt, ich würde sagen, einfach nochmal ein bisschen Zeug mitnehmen. Weil bevor wieder später irgendwas fehlt, hier ist ja wirklich auch der ganze Krempel, da ist nochmal Quarz. Ne, bevor wir uns dann später ärgern, da ist auch nochmal Quarz, Schwefel hier nehmen wir auch mit. Aber nicht zu viel, wir brauchen ja noch Platz für Wickelpilz, ich weiß auch gar nicht, wie viel Platz der wegnimmt. Und ein paar Rubine will ich ja dann auch noch mitnehmen. Da ist auch nochmal Quarz. Ich würde sagen, das ist dann erstmal das letzte Quarz. Da war auch noch Lithium da links. Da war's. Und da ist nochmal Lithium. Sehr schön. Ja. Komm, ein Lithium hätte ich gern noch. Da ist Lithium. Komm, das nehmen wir, das eine Quarz auch noch mit, was da. Oh, sogar zweimal. Lithium. Nochmal Quarz und nochmal. Und da ist nochmal Lithium. Aber. Hä? Ah ne, das sah nur so aus vom Weiten. Da hatte ich hingeguckt. Okay. Da bin ich verarscht worden von. Ne, da ist sowas. Ah, das ist aber Salz. Okay. Wollte sagen, ich hatte doch irgendwas gesehen. So, unsere Seebahn ist da. Einmal den Gleiter raus, dann geht's schneller. Dann haben wir davon auch schon wieder was eingesammelt. Sehr schön. Dann dürften wir davon auf jeden Fall genug jetzt haben für die nächsten Herstellungsprozesse. Waren das hier auch schon? Nee, das ist kein Wickelpilz. So, und irgendwo hier hinter kam man ja in das Gebiet, wo die Rubine waren. Und hier muss ja auch irgendwo das Raumschiff fliegen. Oh, was haben wir da alles an Teile? Die Stelle hatten wir aber auch noch nicht, ne? Nee, da sind zu Kisten. Oh, irgendwas schwimmt da hinter uns. Ich sehe nur den Schatten. Hilfe. Ja, wo ist es denn? Ah, da oben. So, steigen wir einmal aus. Ja, cool. Haben wir direkt wieder was Neues gefunden. Ja, das ist wieder alles Quarz. Da wird das Inventar schon wieder voll direkt, ne? Hier neue Baupläne oder so. Ne, Batterie. Als ob wir nicht genug Batterien hätten. Können wir das scannen? Nee. Seebahn, Hammer, mehr als genug. Desinfiziertes Wasser, sehr schön. Ist da eigentlich noch mehr dann? Mal rein Interesse halber gerade, ne. Ist nur die Ecke hier. Was haben wir hier? Seebahn. Hinter uns ist nichts mehr. Kiste hatten wir hier. Das ist Fabrikator-Teil. Haben wir das schon komplett? Ich weiß es nicht. Ne, erster Teil davon, okay. Da brauchen wir auch noch mehr von. Haben wir hier noch mehr? Hier, das ist, glaube ich, auch. Ne, Aquarium. Aquarium hatten wir aber, glaube ich, schon mal, ne? Ja, neuer Bauplan. Okay, das scheint wohl der letzte Teil gewesen. Kommandostuhl, okay. Kommandostuhl ist immer gut. Ja, cool, wir können ein neues Teil bauen. Für die Seebahn. So, da liegt noch irgendwas. Ah, hier, da ist ein neuer Bauplan. Datenbox. Was haben wir bekommen? Titan. Toll. Ich habe auf einen neuen Bauplan gehofft. Kein Titan. Ich überlege gerade, ob ich das Quarz hier noch mitnehmen soll. Wir wollen ja schließlich später auch noch Glassachen bauen. Und Fenster reinmachen. So, da ist noch eine Kiste. Nährstoffblock haben wir eigentlich. Ja genau, wir haben die Maske schon. Ich habe mich gerade gewundert, dass wir so lang tauchen können. Lass uns in Ruhe.
Geh weg. Kann ich den mit der Taschenlampe verjagen? 30 seconds of oxygen remaining. Sauerstoff wird knapp jetzt. Aber wir scheinen auch alles erkundet zu haben. Da ist die Seebahn. Geh nochmal ganz kurz Sauerstoff holen. Und dann eben nochmal schnell gucken. Guck mal, da vorne liegt auch noch was, sehe ich gerade. Jukebox. First Sun. Den werden wir uns nachher mal anhören. Das ist auch noch ein Quarz, was sich versteckt hat. So, einen Teil können wir quasi noch nehmen. Dann haben wir zwei Reihen frei für Rubine und Wickelpilz. Aber mehr scheint hier nichts zu sein. Oder soll man noch ein Lithium mitnehmen? Da liegt jede Menge Lithium oben. Ah, ich glaube, Lithium haben wir genug, ne? Ah, ich weiß, komm. Wir nehmen, boah, hier liegt aber jetzt wirklich jede Menge Lithium rum. Haben wir eine nice Stelle gefunden, würde ich sagen. Die haben wir echt vorher noch nie gesehen, hier die Stelle, ne? Was da noch? Altera-Ding, aber ich muss unbedingt die Dinger mal noch durchlesen, habe ich immer noch nicht gemacht. Damit ich euch weitere Story-Inhalte sagen, was hier los ist. Ne, aber jetzt scheinen wir wirklich alles hier zu haben. Ich sehe zumindest nichts mehr, oder wenn, dann habe ich es halt übersehen. Ne, Licht brauchen wir gerade nicht. So, wir wollten zu den Rubinen noch eben. Die waren ja theoretisch hier hinter diesem Gebiet. Hier liegt auch echt viel Lithium gerade rum. Da schwimmt gerade das große... Ah ne, das ist so ein Walhai, der wollte uns angreifen. Ah ne, guck mal, sind wir hier schon in diesem Gebiet? Wo war denn... Sind wir schon zu weit, oder was? Hier geht's in das Gebiet, wo wir die Wickelpilze später finden. Ist auch noch überall Quarz. Ich würde aber gern noch ein paar Rubine mitnehmen. Da müssen wir erstmal hier vorne schauen. Die waren doch hier vorne in dem Gebiet gewesen. Oh, da ist wieder irgendwas gegen die Kapsel geschwommen. Ah, hier, da ist das Raumschiffteil. Seek fluid intake. Ja, wir haben ja was zu trinken, keine Sorge. Zap. Oh, was haben wir da? Das sind die Schrottteile, glaube ich, alle, ne? Also das Salz. Und dann muss ja hier hinter... Da war das Raumschiff. Ja, hier hinter war doch... Bin ich jetzt total ballerballer? War denn jetzt nochmal das? Da müssen wir noch ein bisschen, oh, Vorsicht, ein bisschen mehr in die Richtung hier. Da muss doch irgendwann jetzt das Gebiet mit den Rubinen kommen, oder nicht? Ah, hier kommt ein anderes Gebiet. Ja, genau, hier, da ist wieder, oh, Vorsicht, oh. Nein, 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 geh weg. Hier, Licht an. Verschwinde. Verschwinde. Oh. Nur noch 49. Schnell weg von dem. Scheiße, ey. Haben wir unser Reparaturwerkzeug mit? Natürlich. Natürlich nicht. Ah, so ein Mist, ey. Müssen wir jetzt vorsichtig sein, Leute. So, hier ist doch das Rubingebiet. Ich hätte gern noch ein paar Rubine. Aber ich sehe nichts. Geh weg, Hai. Unser Raumschiff, unsere Kapsel ist schon beschädigt. Was hat denn die ganzen Rubine? Wir hatten doch noch gar nicht alle Rubine eingesammelt gehabt. Ich dachte gerade da, der Fisch ist ein Rubin. Nur weil er rot ist. So ein großes Quarz vorkommen. Vielleicht müssen wir mal tiefer. Ich weiß ja gar nicht, wie tief das hier geht in dem Gebiet. Dass wir noch mehr Rubine finden. Vielleicht haben wir ja da oben auch nur an der Oberfläche gekratzt, was die Rubine angeht. So, nehmen wir mal unseren Seegleiter.
Kann doch nicht sein, dass hier keine Rubine mehr sind. Da ist was. Zumindest ein Rubin. Was sind die anderen Sachen? Da hätten wir Silber. Gold. Ah, hier ist wieder Uranit. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich brauche aber... Ah, guck mal. Hier in dem Gang ist... Da nehmen wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen was von mit. Inventar ist schon gleich wieder voll. Einen nehmen wir davon noch mit. Ich brauche Rubine aber. Oh, das ist aber interessant. Das müssen wir uns merken, dass hier diese... radioaktiven Teilchen sind. In diesen Schlunden. Das wäre so ein Fisch. Ich brauche aber noch... Ja komm, also zwei Rubine würde ich schon noch gern mitnehmen und dann eine Reihe Wickelpilze. Wo ist eigentlich die Seebahn? Da vorne. Wir müssen ja auch dran denken, dass wir noch zurück müssen, wenn der Sauerstoff gleich knapp wird. Rising temperatures detected in mineral-rich fissure below. Ah, hier ist angenehme Temperatur, sehr schön. Was ist das denn da? Kupfererz, ah, so ein ganzer Kupferklumpen. So, ich würde sagen, wir gehen... Da sind sie doch. Genau die zwei Rubine, die ich gesucht habe. Oh, hier ist auch Lithium sogar noch. Jetzt müsste die Reihe voll sein. Ja, haben wir nochmal drei Rubine geholt. 30 seconds of oxygen remaining. Wir haben ja ein paar. Und dann, gehen wir jetzt noch ein bisschen Wickelpilz hoffentlich besorgen. Ich hoffe, wir finden den auch. Das wird aber knapp hier. Nee, doch nicht. Ich habe ja vergessen, oxygen, dass wir... geringeren Sauerstoffverbrauch jetzt. I implore you to investigate. Will this help us build you a body? I do not know what we will find. I just know it is important. Signal location uploaded to PDA. In welchem PDA? Hier wird doch kein neues Signal angezeigt hier. Oh, da. Herr Bauerart, okay. Ja gut, das schauen wir dann uns beim nächsten Mal an. Ist aber interessant, dass der in 1,3 Kilometer Entfernung hier ein Signal entdeckt hat. Auch nicht schlecht. So, jetzt müssen wir wieder zurück in die Richtung, in dieses andere Gebiet, wo wir gerade schon waren. Mit unserer kaputten Knutschkugel hier. Okay, also Erbauer-Artefakt nächste Folge. Ich glaube auch nicht, dass wir ein... Ja, kommt drauf an, wie schnell wir das mit dem Wickelpilz alles hinbekommen. Ich glaube nicht, dass wir noch die... ich bin zu tief. Dass wir dann noch die Synthetikfasern alles herstellen können. Weil wir sind schon fast bei 20 Minuten. Ich glaube mal die... Ich glaube die restlichen 10 Minuten werden wir brauchen, um... den Wickelpilz zu finden. Sehen wir ein Aquarium. Ne, Aquarium hatten wir fertig. Aquarium brauche ich nicht mehr, danke. Ist auch noch ein Teil Schiffwrack. Das kennen wir aber auch nicht, ne? Das kommt mir neu vor. Oder vertue ich mich jetzt? Vorsicht, nicht da. Gegenfahren. Ich weiß jetzt also gerade nicht so hundertprozentig, wo wir sind. Oder ist das das Riesenteil? Wir gucken mal schnell. Nee, das war das Riesenteil, wo wir glaube ich schon waren, ne? Ja, genau, das ist das mit dem Tunnel. Nee. Das ist, ah, genau, das ist das. Da können wir die Boje hier rauslassen, wo wir ja eigentlich... Schnellzugriff. Das markieren wollten hier. Zap. Einmal aussteigen. Schwimme ich mal kurz. Obwohl, wir sind ja eigentlich schon mitten drüber. Nummer 5. Ja. Ah, einfach loslassen. Bojenname bearbeiten. Bug war das, ne? Schiff, Bug, okay. Zap.
So, cool, die schwimmt auch gar nicht nach oben, die bleibt hier an der Stelle, das ist ja nice. Weil hier gab es ja auch noch Türen, wenn wir irgendwann diesen Plasmaschneider, war es ja, glaube ich, haben. Dass wir dann dementsprechend die anderen Räume aufmachen können, auch in dem im Heck vom Raumschiff. Da müssen wir uns auch mal drum kümmern, ne, dass wir den dritten Part, ich glaube, es fehlte nur noch einer, ne, von diesem, wie heißt es, von diesem Plasmaschneider. Und ich glaube, da schwimmt wieder irgendwas Großes. Ich glaube, wir mussten hier nach unten. Und irgendwo diese kleinen Wickel. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Ja, ich schwimme ja schon wieder hoch. Okay, tiefer kommen wir nicht. Oder ist noch irgendein Bauteil? Dann würde ich sagen, steigen wir hier mal aus. Tiefer kommen wir ja nicht. Was haben wir da? Aquarium schon wieder? Nee. Aquarium brauchen wir nicht mehr. Dann nehmen wir mal unseren Segleiter. Wir müssen doch irgendwo diese Wickelpilze sein. Kommt da vorne was? Nee. Also die waren in dem Gebiet, das habe ich in dem Video gesehen. Oh, jetzt sind wir, glaube ich, schon wieder im anderen Gebiet hier, ne? Ja. Ja, ich würde sagen, hier sind wir auf jeden Fall verkehrt. Aber interessant. Wieder ein neues Gebiet, das müssen wir dann auch mal irgendwann noch erkunden. Wo sind denn die behinderten Wickelpilze jetzt? Also echt, ey. Da vorne war unsere Seebahn. Müssen. Was haben wir da? Titan wahrscheinlich. Naja. Erschreckt mich nicht so. Ah, das ist ein Wal, ne? Ich bin mal so mutig. Haben wir. Leuchtwal, okay. Gut, vor denen braucht man also keine Angst haben. War der jetzt fähig gescannt? Nee, ne? Nee. Schwimm nicht so schnell. Wir müssen nicht noch scannen. Zap. Haben wir wieder was Neues gescannt. Sehr cool. Da war unsere Se Oh, da erkennt man jetzt fast gar nichts mehr. Wir müssen auch langsam mal darüber. So langsam wird der Sauerstoff wieder knapp. Ja, wo war denn? Da wissen wir schon. Wenigstens, dass wir hier keine Panik haben müssen. Hatten wir euch denn schon? Ja, euch kann man gar nicht scannen. Hier kommen auch wieder Pflanzen. Vielleicht sind wir eigentlich auch schon zu weit in dem Gebiet. Weil da vorne geht es ja halt, wie gesagt, runter. Da ist der Walhai. Die waren böse. Vielleicht sind wir einfach schon zu weit gefahren in dem Gebiet. Ja, komm schon, ey. Wo sind die Teile? Hier kann man mal gucken. Sehe ich aber auch nichts, außer die diebischen Elster, die hier rumschwimmen. Da will uns wieder irgendwas an die Kugel. Ah, Mann. Meinte er, ich weiß noch, wo wir hier letztes Mal waren. Hätte ich mir genauer angucken sollen. Ich habe eigentlich jetzt auch gedacht, ups, geh nicht, bloß nicht kaputt, cool. Dass hier mehrere dann wären, dass sie jetzt nicht so schwer wären zu finden. Ja, und schon wieder dagegen. Sonst muss ich sie wirklich im Offscreen hier nochmal ein bisschen suchen. Was haben wir hier? Eine Erzader oder so? Nee, ne? Sieht einfach nur so aus. Und dass wir dann einfach im nächsten Part dementsprechend, wie heißt es, dann die Synthetikfasern oder synthetische Fasern herstellen und den anderen Kram. Ja, wir sind hier auch schon wieder an der Gebietsgrenze. Meint er, wir finden die jetzt noch? Ah, guck mal, hier ist dieses... Vielleicht waren wir ja da letztes Mal runter, hier bei den Wuchtzellen. Ich glaube zwar nicht so. Aber nee, guck mal, da fahren wir jetzt eigentlich wieder...
Richtung dieses andere Gebiet, oder nicht? Oh, bleib mal hier hängen. Hallo. So, geht doch. Irgendwelche Pflanzen. Aber hier scheint wieder mehr Flora zu sein. Warte, wir sind jetzt auch schon fast... You came within range of data that might help with the construction of a new storage medium. You must continue to investigate. Okay. Hat er jetzt schon wieder einen Punkt hier gemacht? Ich sehe aber keinen neuen Punkt. Aber hier scheint ja was zu sein. Wir wollten ja gerade hier runter. Warning. Maximum depth reached. Ah, ja. Schnell wieder hoch. Calorie intake recommended. Oh, wir müssen auch langsam was essen dann. Schwamm haben wir dabei. Den essen wir einmal. Vital signs stabilizing. Trinken auch. Ist das auch wieder aufgefüllt? Ja, Leute. Ich würde sagen, wir steigen eben mal aus. Gucken mal, ob wir zu Fuß jetzt hier noch irgendwas. Ja, zu Fuß. Per Segleiter was finden. Das ist auch kein Wickelpilz. Vielleicht finden wir ja auch das, wovon er jetzt gerade noch gesprochen hat. Hoppala. Kann es mir zwar nicht vorstellen. Da geht es wieder tiefer runter. Hier ist schon wieder ein neues Gebiet. Der sieht böse aus. Der erinnert mich an diese japanischen Giftfische da, die ja irgendwann mal an den Meeren ausgesetzt wurden und die ganzen Weltmeere kaputt machen. Nee, hier sind wir, glaube ich, verkehrt, oder? Wir sind schon bei 400. I strongly sense my people's technology nearby. A body component is near. Okay, wir scheinen hier irgendwas zu finden. Das war jetzt eigentlich nicht der Plan. Auch ein neues Gebiet alles. Nee, wisst ihr was? Ich will den Wickelpilz. Wir müssen erstmal die anderen Sachen machen. Das nützt jetzt nichts. Das nützt nichts, jetzt hier irgendwelche neuen Sachen einzusammeln und zu finden. Wo müssen wir denn lang? Wir brauchen nämlich auch gleich wieder Sauerstoff. Hier durch? Können wir da nicht durch? Mann. So, da ist die Seebahn. Okay, in diesem Wurzelgeflecht scheint er dann irgendwie einen Teil zu haben. Jetzt könnten wir natürlich noch eine Boje brauchen. Na super. So, einen Tauchgang machen wir noch eben. Wir fahren aber jetzt mal hier in die Richtung mehr. Mit unserem Seegleiter. Kann nicht sein, dass wir keine Wickelpilze finden. Die müssen doch hier irgendwo sein. Oder ich hab mich jetzt total verranzt. Kann natürlich auch sein. Will ich ja jetzt auch nicht abstreiten. Aber hier, nee, da geht's ja immer tiefer. Ich glaube, da sind wir eher verkehrt unterwegs, oder? Das ist halt immer so eine Sache mit der Sucherei, ne? Finden. Zwar hier immer wieder Pflanzen, aber es sind nicht die Pflanzen, die wir brauchen. Das ist echt doof. Ich würde sagen, wir müssen auch wieder langsam zur Seebahn. Da ist sie. Fahren wir hier rum, würde ich sagen. Vielleicht haben wir ja Glück und sehen hier rum irgendwo einen Wickelpilz. Ich glaube zwar schon nicht mehr dran. Tja. Ich glaube, ich bin hier an der Ecke ein bisschen verkehrt. Aber ich weiß, dass sie in dem Gebiet hier sind. Aber jetzt kommen wir nicht durch. 30 seconds of oxygen remaining. Naja, komm. Noch schnell zur Seebahn, da ist sie.
Okay, also ich würde sagen, wir haben ja wieder was Neues entdeckt. Hat sich auch wieder gelohnt, die Fahrt. Wir haben auch Rubine gefunden und noch so ein paar Datendinger, Bauteile gefunden. Das hat sich auf jeden Fall wieder gelohnt, die Folge. Ich würde jetzt sagen, ich versuche im Offscreen noch ein bisschen diese blöden Wickelpilze hier zu finden. Dann werde ich zurück zur Base fahren und dann werden wir uns da in der nächsten Folge treffen. Und dann schauen wir uns erstmal hier dieses Erbauer-Artefakt an, würde ich sagen, was er uns ja zuerst gemacht hat. Und dann eventuell schauen, was wir da unten in der Tiefe finden. Dann gehen wir nämlich auch mit einem leeren Inventar dahin. Und dann haben wir auch Platz, um die neuen Ressourcen, Gegenstände, was auch immer wir da finden, dann einzusammeln. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, ich bin raus, haut da rein, euer Nobody. Ciao, ciao.